Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Also, ich nehme euch heute mal wieder mit in mein Waldstudio. Ich fahre ja in der Regel immer mit dem Fahrrad dahin, weil zum Laufen wäre es zu weit. Ja, man kann auch mit dem Auto noch relativ nah ranfahren, aber meistens halt mit dem Rad. Ja, heute gibt es einen besonderen Grund, warum ich in mein Waldstudio fahre und welcher das ist, das verrate ich euch gleich, wenn ich da bin. Ach, da seid ihr ja schon. Ja, was gibt es für einen besonderen Grund, heute ins Waldstudio zu fahren? Ja, der eine oder andere hat es schon gesehen und mir gratuliert zu 500 Abonnenten. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und dafür wollte ich mich heute mal bedanken. Teewasser kocht. Ja, also für die 500 Abonnenten wollte ich mich heute mal bedanken. Und zwar gibt es auch diesmal wieder ein Giveaway, obwohl ich eigentlich aufgrund der DSVGO eigentlich kein Giveaway mehr machen wollte. Aber da ich jetzt in diesem Jahr mich so gut wie gar nicht um meinen Kanal kümmern konnte, aus beruflichen Gründen. Ich musste halt ziemlich viel arbeiten und da war nicht allzu viel Zeit. Ich habe kaum Videos hochgeladen, habe sehr wenig Kommentare geschrieben, habe auch wenig Kommentare oder teilweise wenig Kommentare beantwortet. Und trotzdem seid ihr alle dabei geblieben und trotzdem ist der Kanal auch gewachsen von, anfangs waren es glaube ich 440, sowas um den Dreh Anfang des Jahres. Ja, und jetzt sind es 500, heute Morgen waren es 505. Und ja, also da hätte ich damals nie mit gerechnet. YouTube ist mittlerweile schon ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich habe viele Freundschaften knüpfen können über YouTube. Bei dem einen oder anderen Treffen war ich dabei und muss sagen, hier die Outdoor-Community ist eine ganz klasse Geschichte und möchte ich nicht mehr missen. Ja. Kurz unterbrochen worden. Wo war ich? Ja, ich hätte Anfang des Jahres nie damit gerechnet, dass, obwohl ich schon wusste, dass ich dieses Jahr gar nicht so viel Zeit haben werde, dass der Kanal trotzdem wächst und ist schon, kann man schon sehen, dass das hier eine klasse Community ist und dass es sich lohnt, dabei zu sein. Ja, ich möchte mich
bedanken in Form eines Giveaways. Habe ich ja gerade schon gesagt. Es gibt mal wieder ein bisschen was zu gewinnen. Ich habe mir diesmal was einfallen lassen. Und zwar habt ihr ja gerade gesehen, sitze ich hier an meinem oder einem meiner Lieblingsplätze in meinem Waldstudio und ja, trinke hier eine Tasse Tee und lese ein bisschen. Ja, und das ist auch quasi eure Aufgabe, wenn ihr an dem Giveaway hier teilnehmen wollt. Man, außerhalb von YouTube gibt es natürlich auch noch andere Sachen. Wie gesagt, ich lese auch ganz gerne. Und auch, aber nicht nur Outdoor-Literatur. Also das ist jetzt ein Outdoor-Buch, aber das werde ich euch auch mal vorstellen. Aber in einem anderen Video. Das hat jetzt, ist jetzt ja halt nur Zufall. Ich habe es jetzt gerade zu Ende gelesen und nochmal durchgeblättert. Jetzt liest es meine Mutter, ich habe es weitergegeben. Ja, und meine Aufgabe an euch ist, zeigt mir, was ihr so lest. Ob es nur eine Zeitschrift ist oder eine Zeitung ist oder E-Book, ob ihr online lest, wie auch immer. Was ihr für Bücher lest, das würde mich echt mal interessieren. Ja, da könnt ihr mir eine kleine VA zudrehen. Oder diejenigen, die keinen Kanal haben, aber trotzdem gerne teilnehmen wollen, beziehungsweise die, die keine Videos machen, aber trotzdem gerne teilnehmen wollen, die haben auch die Möglichkeit teilzunehmen. Ich mache das wieder so. Diejenigen, die eine VA drehen, sind mit zwei Losen im Topf. Und diejenigen, die mir, das ist nämlich die zweite Möglichkeit, ein Foto schicken, entweder von euch, wie ihr an eurem Lieblingsplatz lest oder euer Lieblingsbuch schön arrangiert oder, da sind ja die Möglichkeiten sind da ja unbegrenzt. Also sollte irgendwie mit dem Thema Lesen zu tun haben, auch die VAs, irgendwie irgendwas mit dem Thema Lesen sollte es zu tun haben. Und ja, ich denke, das ist mal eine spannende Aufgabe, ist vielleicht auch mal interessant zu sehen, was ihr so lest, oder es ist vielleicht auch mal eine Anregung für mich. Und dieses Buch hier, auf dieses Buch bin ich zum Beispiel vom Harald Roller gestoßen worden. Ist aber auch nur ein Zufall gewesen, dass ich es gefunden habe, aber herzliche Grüße, Harald. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch mal, was es zu gewinnen gibt. Die Aufgabe ist ja schon mal klar. Der erste Preis, aber wirklich der erste Preis, ist hier in diesem Baumwollsäckchen versteckt. Ich zeige euch mal, was da drin ist. Und zwar hier in diesem Baumwollsäckchen befindet sich die Bushbox Nano in der Titanausführung. Also ein kleiner Mini-Hobo in der Größe der kleinen Bushbox, aber zum Falten. Das ist der erste Preis, ist noch eine kleine Anbauanleitung dabei. Wie gesagt, das Säckchen ist auch mit dabei, das Transportsäckchen. Dann der zweite Preis, den habt ihr gerade schon gesehen. Da habe ich mein Wasser drin gekocht heute für den Tee. Das ist dieser Edelstahlkessel. Und zwar ist es hier das Glacier Stainless Catalyst Set von GSI. Wie ihr seht, sind noch zwei Schüsseln, kleine Schälchen mit dabei, die passen in den Kessel rein, und ein Göffel ist auch noch dabei. Ja, das ist dann der zweite Preis. Und der dritte Preis, das hier ist jetzt meiner, aber den habe ich auch noch mal neu.
Das ist ein kleiner Falthocker. Den kann man sich schön in den Rucksack packen, für immer dabei haben. Das ist jetzt hier die kleine Version. Trägt 120 Kilo, also kann ich mich auch draufsetzen. In der Höhe, ja, sitzt man, ich meine, okay, wenn man irgendwo Pause machen will und es ist keine Bank da, besser als direkt auf dem Boden in der Matsche sitzen. Ist halt ziemlich leicht, wiegt irgendwas meines Wissens, ich habe jetzt irgendwas um die 300 Gramm im Kopf und wie gesagt, trägt bis zu 120 Kilo. Und ja, das ganze Ding habe ich jetzt noch mal neu, aber halt in der hohen Version. Hier steht auch Gewicht ist 340 Gramm bei der langen Version. Bei der hohen Version steht hier auch was. Ja, Sitzhöhe 30 cm, also noch mal 10 cm mehr als hier bei dem kleinen, weil der kleine da, das ist eine Sitzhöhe von ca. 20 cm. Ja, das war's schon wieder mit meinem kleinen Giveaway, was ich mir für euch ausgedacht habe. Wie gesagt, die kleine Firebox Nano, das Stainless Steel Catalyst Set oder hier den Robins, wie heißt das Ding, Geographicstuhl. Ja, was habe ich noch vergessen? Ja, ich habe vergessen, euch noch zu sagen, wie lang ich das Giveaway laufen lasse. Mal auf den Kalender gucken. Ich habe zwar schon eine Idee, aber ich weiß jetzt nicht, ist es der 30. oder der 31. Mal eben genau gucken. Kalender, wo bist du? Da. Genau, und zwar Halloween, 31. Oktober ist Schluss, 0 Uhr. Der 1. ist ja ein Feiertag, da habe ich dann, denke ich mal, Zeit, um die Verlosung zu drehen. Wie ich verlose, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, dreht mir eine VA zum Thema Lesen oder schickt mir ein Foto zum Thema Lesen. Achso, apropos Foto, wenn ihr mir Foto schickt, an meine E-Mail-Adresse walking.eddy@firemail.de. Wenn ihr mir halt an meine E-Mail-Adresse ein Foto schickt, ich werde das Intro vom Verlosungsvideo dazu nutzen, die Fotos von euch zu zeigen. Also, wenn ihr mir eins schickt, seid ihr auch damit einverstanden, dass es im Video verwandt wird. Automatisch ist es jetzt so. Habe ich jetzt mal so beschlossen. Ja, ich trinke jetzt noch meinen Tee und lese ein bisschen noch in dem Buch. Wirklich ein klasse Buch. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr am Giveaway teilnehmt, an der Verlosung teilnehmt, wenn ihr mir ein Video schickt, ein Video macht oder mir ein Foto schickt. Wie gesagt, wenn ihr mir ein Foto schickt, seid ihr damit einverstanden, automatisch, dass das Foto im Verlosungsvideo verwandt wird, dann mache ich eine kleine Dia-Show. Ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, freue mich auf eure Videos. Mich interessiert wirklich, was ihr so lest. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. So, wieder alles sauber hinterlassen, nichts vergessen. Dann kann ich jetzt ja nach Hause fahren.